So, dann Opa, hier. Alles und super. Abwärts. Ja, sehr gut. Mach hinne. Wir haben noch keine Zeit, wir müssen Ringe fortbringen. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Hier ist ein Krug Zwergenstarkbier. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig! Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Was meinst du mit Abflug? Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Ich bin stolz auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Oh. Viel Glück. Ich hoffe, das werden wir brauchen. Spitzenarchitekt. Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber? Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Zur gleichen Zeit am irgendwo. Fuß des Bergs. Kein Problem, ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber... Naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist. Diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Undankbares Federvieh, hallo, der ist süß. Hier, rede mit... Cheep. Wahrscheinlich ein Eigenname. Und was für ein Artefakt... um was für ein Artefakt es wohl geht. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Etwas, wonach niemand gesucht hat, das zu erraten, wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil da sucht halt keiner nach. So, hast du gar keine Angst vor der Vogelscheuche? Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher, als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Hm,
Cheep Cheep. Das ist nur Cheep Cheep, mein kleiner nerviger Vogel. Ja. Stimmt doch. Wer kennt sie nicht? Wer hat nicht auch einen kleinen nervigen Vogel? So, wir sind jetzt wieder mit Ivo unterwegs. Wir sind beim Haus des Gremlins, wo wir ganz am Anfang auch angekommen sind, wo sie entdeckt hat, dass er entführt worden ist. Und ich denke mal, wir sollen jetzt ein bisschen untersuchen, wo denn eigentlich das Buch sein soll. Wir haben das ja schon mitbekommen, dass hier ein Buch sein soll, wo Hinweise auf den Standort von diesem unfassbar mächtigen, geheimen Gegenstand ist. Und ja, schauen wir uns erstmal hier die Gegend an. Im Brunnen, ich weiß ja nicht so genau, aber erstmal gucken. Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Das heißt ja nichts. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Das Brunnenseil ist... Vielleicht kannst du es ja mitnehmen, oder? Kurbel, benutze Kurbel. Ach, das ist eine Kurbel. Das geht verdächtig leicht. Vielleicht ist nichts dran. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Vielleicht müssen wir ihm ja helfen. Das Seil ist gerissen. Vermutlich ist es über die Jahre im Wasser verfault. Du sollst in den Brunnen schauen, ob da noch der Eimer ist. Ich meine, gut, wahrscheinlich würde uns das nicht wirklich helfen. Lasse das Seil... Was? Lasse das Seil in den Brunnen hinab. Ohne einen Eimer oder etwas in der Art bekomme ich kein Wasser hoch. Und wer sagt uns, dass das Seil dann nicht nochmal reißen wird, wenn das da hinabgelassen wird? So, wir haben wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun, ja. Einfach mal wild, ohne Reihenfolge, alles anschauen. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen, aber der Hut hat was. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep-Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Der Cheep-Cheep, was ist denn das eigentlich für ein Vogel? Ich weiß nicht, ob man kann das ja leider nicht so ganz genau sehen. Ein Kürbis. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Die Kürbisse hätten schon längst geerntet werden müssen. Die ersten beginnen zu gammeln. Da ist uns nichts weiter damit zu machen. Gestrüpp. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Vielleicht können wir das Gestrüpp ja, genau, befreie den Grabstein von Gestrüpp. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Vielleicht kann Cheep Cheep uns helfen. Wir haben auch noch überhaupt keine Gegenstände dabei. Und irgendein anderer Vogel ist hier auch am rumhupen. Aber keine Ahnung, was uns der sagen will. So, das können wir nicht. Cheep Cheep, ich weiß gar nicht, ob der uns noch mehr erzählen kann. Vielleicht weiß der, wo hier ein Eimer ist oder so. Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeiten und er macht mir nur wieder Vorwürfe. Ach Mensch. Was haben wir? Ah, Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Kleiner Fingerhut. Gut, damit hätten wir was wir schon mal in den Brunnen reintunken können. Aber wir können ja erstmal durchschauen. Hier ist noch ein bisschen Feuerholz. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Egal, einfach mal mitnehmen. Drei sollten reichen. Klar, wir schleppen erstmal einen ganzen Stapel Holz mit. Ist doch super. Metallstange? Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Okay. Dreh den Haltearm. Ich sollte erst einmal etwas dranhängen. Ja. Betrachte Kamin. Ein großer, gemauerter Kamin. Die Öffnung des Kamins zeigt nach außen, nicht ins Innere des Hauses. Das ist etwas ungewöhnlich. Es macht aber Sinn, wenn der Professor im Inneren des Hauses kein offenes Feuer haben will. Ja, und dadurch, dass die Wände dann von dem Kamin warm werden, wird es drinnen dann auch warm. Ansonsten heizt er halt seinen Garten im Winter. Ist ja auch schön. Braucht man auch nicht mehr streuen. Aber warum sollten wir jetzt hier ein Feuer machen wollen? Ich meine, wir können da bestimmt das Holz reinpacken. Oder? Wäre zumindest das Sinnvollste, was man mit Feuerholz anstellen kann. Wir werden einige Stunden brennen, wenn sie erst mal brennen. Ja. Untersuche die Steinscheiben. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus.
Ja, wunderschön. Das ist eine primitive Mühle. An den Seiten kommt er. Ja, sehr gut. Wenn MacGuffin im Haus viele brennbare Gegenstände hat, will er dort vermutlich kein offenes Feuer und Funkenflug. Und die Wärme dringt auch durch die Wand ins Haus. Na, siehste. Betritt das Haus, können wir machen. Wir können auch erstmal uns umschauen hier. Betracht den Schornstein. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Ach, das hier ist doch ein Märchen. Das muss doch so aussehen. Das ist doch alles meist ein bisschen schief und ein bisschen knuddeliger und sowas. So, können wir noch mehr? Ne, Blumentopf. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Ja, nimm mit. Schau unter den auf dem Kopf stehenden Blumentopf. Vielleicht ist eine Blume drin. Und da liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Gut, haben wir einen Feuerstein, aber der alleine bringt uns ja auch nichts zum Feuer machen, oder? Ich kann doch mit einem Feuerstein nicht direkt Holzscheiter anzünden. Doch. Ich brauche etwas leicht Entflammbares, um das Feuer in Gang zu bringen. Vielleicht wie... Na, Cheep, wohl eher nicht. Das müffelt dann ein bisschen. Was haben wir hier noch? Wir können mal versuchen, die Gießkanne hier an den Brunnen zu hängen oder ans Seil vielmehr. Nur in den Brunnen wäre auch sinnlos. Das sollte halten. Probieren wir es mal. Gleich sitzt da ein Frosch drinne. Hat funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Okay, vielleicht können wir die übers Feuer hängen und dann machen wir uns erstmal einen lecker Tee, während Cheep die ganze Arbeit macht. In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Hier siehst du mal, jetzt brauchen wir nur noch Tee. Oder wir machen uns... Gibt's Kürbistee? Ich glaube, na gut, also wahrscheinlich nicht mit ganzen Früchten, dann wäre die Tasse ein bisschen voll. Was haben wir hier? Betrachte die Holzkonstruktion vor dem Fenster. Seltsam. Vor das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben. Da kann der Gremlin doch niemals ran. Seltsam. Vor der... Es sieht aus... Ja, kennen wir schon. Manchmal kann man Sachen halt zweimal anquatschen oder betrachten, dann sieht man immer was Neues. Aber manchmal auch nicht. So, haben wir hier noch irgendwas nicht betrachtet? Nö, ne? Dann gehen wir erstmal ins Haus rein. Wir haben das ja im Intro schon gesehen. Da hat er sein Buch vollgeschrieben, wo er nicht wirklich geschrieben hat. Okay, wir haben zu tun. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Also das, wo gerade die Blende draus vor ist, deswegen scheint hier auch kein Licht rein. Betrachte Chaos. Ja, es kann dauern. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Ist doch ganz wohnlich. Ich räume hier garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Hatte denn Gesellen... Ja klar, der hat ja... Ich glaube, der wollte ja in sein Buch für den Gesellen dann später reinschreiben, dass er da die ganzen Geheimnisse, falls er dann mal nicht mehr ist und so, dass das alles nicht verloren geht. Aber haben wir den schon gesehen, den Gesellen? Mein Wilbo hat da mit dir nichts zu tun. Das wäre ja eine von den Personen, die wir kennen. Ein Holzzuber... Ein Holzzuber. Etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Das gibt eine schöne Kombination. Ein Holzzuber. Na toll. Ja. Betrachte den Ofen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte... musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Vielleicht ist da noch was drin, obwohl will ich eigentlich gar nicht wissen. Wie lange ist denn das eigentlich schon unterwegs? Das wissen wir gar nicht so genau, ne? Liegt eine Karotte in der einzelne. Was ist das? Achso, betrachtet den kleinen silbernen Schild. Aha. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert.
Wenn er blank poliert ist, vielleicht hat er ja dann versucht, die Gegner mit ihrem eigenen Spiegelbild zu bekämpfen. Kann ja sein, dass sie dann abgeschreckt werden ganz plötzlich. Betrachte den Rahmen an der Wand. Haha, ha, Rahmen. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt vor einer ganzen Weile und ich weiß noch so grob, was man hier zu tun hat. Das heißt, glänzender Silberschild wie ein Spiegel. Ich meine, der Spiegel hat ja irgendeine Funktion gehabt. Der zeigt hier irgendwo hin, ne? Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Dass er den Kamin zeigt. Das heißt, ich würde einfach mal das spiegelnde Zeugs da reinhängen. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Sieht gut aus, wie immer. Ja. Das heißt, wir haben quasi einen Spiegelersatz in etwas, naja, magerer Form. So, was ist das denn? Leuchtqualle? Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Oh.